Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS22? Nee, kann man ja eigentlich gar nicht so sagen. Zu der ersten Folge seit langem mal wieder aus dem LS22. So, das passt eher. Und was ein Zufall. Es ist 6. Dezember. Das heißt allen erstmal einen schönen Nikolaus. Ja? Zumindest die Leute, die das mit dem Nikolaus machen. Schuhe vor die Tür stellen und so. Es ist gefühlt eine Ewigkeit her. Und eigentlich wollten Hermann und ich uns eigentlich... Wir wollten uns eigentlich zur Ruhe setzen. Wir hatten eigentlich nicht vor, uns einen Hof zu kaufen. Blöde Grillen, geh weg. Lass mich in Ruhe. So, wir wollten uns eigentlich keinen Hof kaufen, sondern wir haben uns eigentlich gedacht, dass wir so ein bisschen Ruhe genießen. Abstand nehmen. Zu allem. Und jedem. Nein, Quatsch. Blöder Quatsch. Wir wollten uns tatsächlich ein bisschen zurücknehmen. Wir wollten uns dementsprechend auch ein bisschen zur Ruhe setzen. Das ist richtig. Und irgendwie hat es uns aber beiden in den Fingern gejuckt und wir wollten unbedingt was machen und wir haben einen Hof übernommen. Einen relativ großen Hof. Der war mal groß. Ist jetzt relativ geschrumpft. Wir haben auch schon ein bisschen so Fahrzeugen und sowas haben wir schon ein bisschen überarbeitet. Jetzt geh doch mal weg, du blöde Grille. Lass mich in Ruhe. So. Siehst du, da wird sogar der Hund in der Pfanne verrückt, ne? Und dieser Hof befindet sich in der Gemeinde Rade. Ja, das heißt also, wir haben hier eine schöne Karte. Schöne Karte? Quatsch. Schönen Hof, schönen alten Hof auf der Gemeinde Rade gekauft. So einen kleinen Resthof. Klein ist relativ. Wie gesagt, ne, das Ganze ist nicht sonderlich klein. Ja, Benni, du bist auch schon da, ne? Du bist ja ganz feiner, ne? Guck mal, ran bist du da. Was du denn da? Oh Gott. Wollte ich noch gar nicht. So. Hof befindet sich mitten in der Gemeinde Rade. Und wir haben hier so ein schönes Haupttor, durch das wir gehen können. Mit großer Zufahrt. So, ich mache mal hier das kleine Tor wieder zu. So. Na, hier kommt man auf dem Hof. Hier kommt man nicht mit allem durch. Also mit dem Drescher keine Chance. Mähwerk. Mit unserem Mähwerk schon. Anbaugeräte, man muss aufpassen. So. Na, wir haben hier ein schönes kleines Haupthaus zum Wohnen. Wir haben so ein bisschen Garagen, ehemalige Werkstatt. Man sieht halt, der Hof war mal groß und dann wird so ein bisschen stehen lassen. Aber das, man kennt's, ne? Man kennt's. Wir haben drei Schlepper auf dem Hof. Wir haben einmal so einen kleinen Hofschlepper, ne? So einen alten Deutsch. Ich glaube, ich den mal. Irgendwo steht der auch. Moment, wo hat Hermann den untergestellt? Wir haben alles mögliche an Maschinen haben wir neu gekauft. Ja, Hermann und ich haben ja immer so ein bisschen Geld auf der Kante gehabt. Und da haben wir so den Hof gekauft und ein paar Maschinen dazu gekauft. Also das Einzige, was wir übernommen haben, ist hier den alten Deutz. Der musste einfach sein. Der gehört dazu, finde ich. Das Ganze für Hofarbeiten. Ne? Wir haben noch keine Tiere, aber so für die ganze Geschichte. Ne? Tierversorgung, man kennt das. Ne? Oder ihr kennt das. So, ansonsten haben wir hier einen schönen Drescher. Hier sind auch diese Grillen überall, ne? Wir haben uns überlegt, dass wir hier in der Ortschaft mal einen alten IHC-Drescher holen. Also ein International. Ein 1480. Axle Flow. Mit kleinem Schneidwerk. Man will ja auch nicht übertreiben. Ne? Wir hätten jetzt auch hingehen können. Hätten uns Lexion besorgen können oder sonst was. Ne? Wozu? Wir können auch mal was Kleineres nehmen. Deswegen hier die IHC genommen. Krone Emsland Anhänger. Zwei Stück. Wobei die mit 13,8 Tonnen auch schon relativ groß sind. Ich glaube, 13,8 oder was? 10,8? 10,5? 13,5? Ich glaube, 13,5. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Ansonsten, ja, Ladewagen, den haben wir neu gekauft von Krone tatsächlich. Ne, so ein RX. Finde, das reicht. Wir müssen ja nicht übertreiben. Ich meine, der Hof... Das heißt, wir müssen nicht übertreiben. Wir können auf dem Hof übertreiben. Ja, wir haben auch ein Samsung-Fass. Mit 15 Meter Schlepp. Finde ich, muss sein. Also mit Schlepp meine ich, muss sein, ne? Und wir haben eine Biogasanlage auch auf dem Hof. Also wir haben eigentlich sämtliche Voraussetzungen, um auf diesem Hof ordentlich an Kohle zu kommen. Wir haben sogar ein Heizkraftwerk. Meine ich.
Also alles Mögliche. Wir haben auch hier vorne ein Lager. Da. Ein Silo. Und wir haben auf der anderen Seite noch ein Silo. Wobei, bei dem anderen Silo muss ich mal gucken. Das steht da ungünstig. Das reißen wir wahrscheinlich nochmal weg. Das Silo hier behalten wir. Und dann machen wir vielleicht noch irgendwas anderes mit dem Silo. Mal gucken. Ansonsten haben wir hier hinten noch ein paar Maschinen. Also ihr seht, Unterstandsmöglichkeiten haben wir hier ohne Ende. Ne? Wir können drunter stellen, was wir wollen, gefühlt. Ne? Alten Amazonenstreuer. Lebuch. Miststreuer. Ich glaube, so wird es ausgesprochen. Hier eine Xenio, 3000, super. Ein Rasol, Toro, ne? Zum Walzen. Ne? Grubbern. Ich denke mal, wir werden die Felder mal grubbern und werden die dann mit der Scheibenegge vorweg bearbeiten. Oder mit der Scheibenegge davor, weil wir haben ja jetzt erstmal August. Ne? Das heißt, wir haben ja jetzt nicht mehr so viel bis hier tatsächlich Winter und etc. Ne? Da müssen wir ein bisschen ranhalten. Hier ist so eine kleine Grubstecke. Ne? Hier der Vorbesitzer, so alles Mögliche. Hier hat er mal Holz gemacht. Ne? Alles, was der. Also sein Holz machen, ne? Das lassen wir mal außen vor. Man sieht es hier. Das kann man nicht als. Naja. Irgendwann mal nochmal wegräumen, ne? Hier auch die Müll oder das alte Auto. Hier braucht vielleicht noch jemand ein altes Auto? Ich hätte eins im Angebot. Wer weiß, für den Fall der Fälle. So. Ansonsten, ja, hier hinten hätten wir noch eine große Halle. Die lasse ich da einfach mal so, wie sie ist. Kann man vielleicht mal was reinstellen. Wir mal gucken. Ich weiß ja noch nicht, wie groß sie immer werden. Wir haben auf jeden Fall uns eine Katros besorgt. Eine 6000, also eine 6 Meter Scheibenegge. Ich glaube, das passt. 3 Meter Grubber, 6 Meter Scheibenegge passt. 4,5 Meter hier Presea natürlich, ne? Wie sich das gehört. Amazone. Einzelkorn. Und die Zentaya. Wie sich das gehört. Ne? 3 Meter, 4,5 Meter. Sollte eigentlich für den Hof passend sein. So, ansonsten. Nicht viel. Wender für Heu. Irgendwo. Ach so, ja, Mähwerk und Schwader von Ferma. Habe ich mir mal überlegt, kann man mal ausprobieren. Ne, der war hier vor Ort, der sagte so: Ey Mensch, ich hätte da Maschinen im Angebot, Ferma. Willst du nicht mal ausprobieren? Und bin der Letzte, der Nein sagt, ne? Dementsprechend habe ich gesagt: Ja, mit dem Ding, mal gucken. Wenn es löppt, dann löppst, ne? Wenn es nicht löppt, dann fliegt es vom Hof. So ungefähr, ne? Gerade der gezogene Meer, das ist so eine Sache, muss ich mal ausprobieren, wie ich damit klarkomme. So, ansonsten, wie gesagt, tiertechnisch nichts vorhanden. Wir haben noch eine Amazonenspritze, eine, ich glaube auch 15 Meter, ne? Das haben wir noch hier. Und ansonsten haben wir halt, wie gesagt, nur noch 3 Schlepper und ein paar Egger. Ne? Also als Schlepper haben wir einen 7920. Der muss einfach sein. Der Schlepper, der da drin steht, der 7920, ist so ein geiler Schlepper. Der muss einfach sein. Und ein Fiat. Den zeige ich euch aber noch nicht. So, ansonsten gehen wir mal auf die Karte. Wir haben, ja, was heißt nicht so viel. Wir haben einen Weizenacker. Wir haben ein Sojafeld. Wir haben ein Zuckerrübenfeld. Wir haben ein abgeerntetes Feld. Wir haben eine Wiese. Und wir haben ein Maisfeld. Ist auf den ersten Blick ein bisschen viel, aber wir haben auch Mais Plus drauf. Dementsprechend brauchen wir ein bisschen was, ne? Das nur mal eben so kleiner Real Talk am Rande. Und ich habe auch schon mal, oder ich war schon mal so frei, hier im Arbeitsplan die Felder einzutragen. Und alles Weitere muss ich dann mal gucken, was passiert, wenn. Also der Weizen ist erntereif, das weiß ich. Gras dürfte eigentlich auch erntereif sein. Mais ist definitiv nicht erntereif, Sojabohnen auch nicht. Zuckerrüben dürfen eigentlich auch nicht erntereif sein. Gerste habe ich jetzt einfach mal das abgeerntete Feld als Gerste gewertet. Muss man dann gucken. So, ne? Precision Farming. Ich habe schon mal so ein bisschen die Felder ausklabüstert. Das habe ich alles schon mal machen lassen, damit wir die Bodenbeschaffenheit wissen. Theoretisch. Achso, die Maschinen hier gehören übrigens nicht mir, ne? Nur mal so. Die sind Ausstellungsstücke im Shop. Nicht, dass jemand denkt, ich habe hier noch Maschinen. Meine Maschinen sind hier, die kann ich hier auch, ne, dementsprechend, aber das hier sind nicht meine. So. Ich würde sagen, entweder wir fangen mit der Feldbearbeitung an, dass wir die 6 klar machen, oder wir ernten. Ich habe normalerweise auf 3 Tage pro Season gestellt. Weizen ist der letzte Tag theoretisch zum Ernten. Ich würde sagen, dass wir damit anfangen. Wir nehmen uns den
Wir nehmen uns die 7920. Ja? Hallo? Machst du? Tor auf und so? Okay. Hallo? Wie? Hä? Machst du mal bitte das Tor auf? Danke. Warte mal, ich muss mal kurz was gucken. Hast du jetzt... Ah, so. Da lag das Problem. So, jetzt dürfte das auch... Ja, okay. Jetzt hat er den natürlich im... Nee, wir sagen da jetzt nichts zu, warum das Ganze so ist, wie es ist. So. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe mein Tablet noch nicht dran. Dementsprechend habe ich noch kein keine SIM-Dashboard-Steuerung. Ich muss im Moment alles noch so ein bisschen über die Tastatur und Dingens regeln. Ich werde das Sideboard demnächst noch anstecken wieder. Und auch Tracky Air, denke ich mal. So. Erstmal wieder mit der Steuerung klarkommen. Das hier ist seit langem ein richtig geiler Mod. Hört ihr das? Der hat so richtig schöne Schlepper-Sounds dabei. Geklimper, geklacker, das ist richtig geil. So, muss ich mal kurz gucken. Aber wir machen das folgendermaßen. Ich würde eigentlich gerne den Drescher fahren und ihm hier sagen, er soll mir einfach hinterherfahren. Das sollte ja eigentlich funktionieren, hoffe ich. Ich hoffe, ich kriege das wieder eingestellt, ne? Ich habe auch gesehen, es gibt relativ viele Sachen neu. Ne, sowas wie Schlupf, dass dadurch das Feld ein bisschen kaputt geht, etc. Ja, ist mit reingenommen. Bin mal gespannt, was sich da so ergibt in der Zukunft. So, jetzt hat er das wieder an. So, ich muss... Oh, der ist angeschlossen. Der ist auch dran. Mal ganz kurz hier... Ups. Gut, funktioniert. Funktioniert bei dem auch. Okay, alles klar. Dann können wir los. Ich würde auch gerne den Weizen. Boah, ich weiß gar nicht, brauche ich Weizen? Und wieso rollst du eigentlich rückwärts? Könntest du das bitte lassen? Danke. So. Ich guck mal, ob ich den. Ich wollte gerade sagen, Chef Malheur. Oh, Chef wirklich Malheur. Eieiei. Das wäre was geworden, ey. So. Guck mal, ob ich den von hier müsste ich den ja eigentlich mitkriegen. So. Warte mal kurz. Regnet ja eh nicht. Wenn ich jetzt den Drescher davor setze, müsste das ja eigentlich hinhauen. Und dann fahren wir mal... raus. So. Wird das Ganze natürlich auch ein bisschen interessant hier, mit dem um die Kurve zu kommen. Vor allem, da liegt ein Stein, ne? Was? Oh, das geht mit dem aber erschreckend gut. Denke mal, ich werde vielleicht Hermann den Acker bearbeiten lassen und wir fahren ab. Oder ich lasse Hermann abfahren. Muss ich mal gucken. Eins von beiden.
So, dann wollen wir mal sehen hier. Das war noch mal folgendermaßen. Das war so. Das war so. Ich stelle ihn dahinter und sag ihm. Nein. Wie war jetzt nochmal, dass du folgst? Helfer ist klar. Follow me, follow me, follow me, follow me. Nein. Nee, das war es definitiv nicht. Wie war denn das nochmal? Nie. Ich muss mal kurz gucken, Leute. Ich bin da schon zu lange raus, ne? Da, so. Bin ich auf? Ja, bin ich. Lass mich mal kurz gucken, wie die Tastenkombination für den Follow-Me-Mod war. Wo haben wir es denn? Da. Follow-Me, Initialisierung. Steuerung rechts und F. Steuerung rechts, okay. Da ist Simple IC Punkt Erwähnung drauf, deswegen geht das nicht. Habe ich den auch noch irgendwo anders? Habe ich Follow Me zufällig auch auf dem Lenkrad irgendwo bedient gehabt? Entschuldigt, Leute, ich muss aber kurz gucken, ne? Nee, habe ich nicht. Initial mehrfach belegt, entladen. Ja, das passt doch aber. So. Ist er jetzt drin? Oder stehe ich zu weit weg? Geht doch. Das aber nicht, Hermann. Das ist eindeutig nicht, Hermann. So, dann mal kurz gucken. Das ist Ilse. Ich sehe das schon wieder, du. Ich habe zu Hermann gesagt, er soll Ilse nicht mitbringen, ne? Aber Hermann kann immer nicht hören. Kommt sie? Kommt sie nicht? Doch, sie kommt. Ich sehe das. Gut, läuft. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, ich fahre mal zum Acker und für euch soll es das für heute schon wieder gewesen sein. Ne? Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die erste Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr nach so langer Zeit mal wieder ein Abo da lasst. Ihr dürft auch sehr gerne ein Follow da lassen. Kommentiert das Ganze bitte und würde mich mega über euren Support freuen. Und dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze hier anschaut. Und sagt, bis zum nächsten Mal. Yeah. This week.